Willkommen in Knossos, wo einst der Minotaurus umherstreifte. Man sagt, wenn du aufmerksam hinhörst, kannst du immer noch das Echo des wilden Gebrülls des Minotaurus hören. Aber natürlich könnte es auch nur der Wind sein. Vielleicht. Knossos war der Hauptsitz der alten minoischen Kultur, die einst angeblich vom König Minos regiert wurde. Diese Ruinen waren Kulisse für viele wichtige historische und auch mythologische Ereignisse. Komm zu mir, wenn dein Besuch beendet ist, dann reden wir über das, was du gesehen hast. Die Insel Kreta wurde erstmals um das Jahr 8000 vor unserer Zeitrechnung besiedelt. Mit der Zeit entwickelten sich große Städte und ein beachtlicher Seehandel. Paläste wurden errichtet, zerstört und wieder aufgebaut, mit dem Höhepunkt in der sogenannten Neupalastzeit, die um das Jahr 1700 vor unserer Zeitrechnung begann. Diese Periode dauerte mehr als 300 Jahre an und gilt als goldenes Zeitalter der minoischen Zivilisation. Der größte Palast dieser Periode stand in Knossos und beherbergte labyrinthähnliche Komplexe mit Werkstätten, Tempeln, Höfen, Thronsälen und Wohnbereichen sowie gepflasterte Straßen und fortschrittliche sanitäre Einrichtungen. Handel und Außenbeziehungen waren für die Minoer sehr wichtig, deren Netzwerk sich über den ganzen östlichen Mittelmeerraum erstreckte. Daraus ergab sich, dass sich die Kreter und die Bewohner der Länder, mit denen sie Handel trieben, gegenseitig beeinflussten und Ideen austauschten, normalerweise auf friedlichem Wege und nicht durch militärische Konflikte. Die erste Siedlung von Knossos wurde bereits im 7. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung gegründet. Heutzutage ist sie vor allem für die Palastruinen auf dem Hügel Kefalla bekannt. Die Ruinen lassen sich in zwei Phasen einteilen: den alten Palast, der sehr schlecht erhalten ist, und den neuen Palast. Der neue Palast von Knossos war der größte der minoischen Paläste und erstreckte sich über mehr als 13.000 Quadratmeter. Im Mittelpunkt befand sich ein zentraler Innenhof, der vermutlich für Zeremonien benutzt wurde. Die minoischen Palastzentren wurden zerstört, als Kreta von mykenischen Festlandgriechen überrannt und erobert wurde. Wann genau der Palast von Knossos zerstört wurde, ist allerdings immer noch unbekannt. Während der Neupalastzeit fanden im Erdgeschoss vor allem wirtschaftliche Aktivitäten statt und es gab große Lagerräume. Die Wohnbereiche, die sogar über Toiletten verfügten, lagen im Südosten des zentralen Innenhofs am Fuß der großen Treppe. Der Palast war mit Wandgemälden verziert, die Dinge wie den Stiersprung und prächtig gekleidete Frauen zeigten. Im westlichen Hof hingen an prominenten Stellen große Kulthörner aus Stein, die ein wichtiges religiöses Symbol der Minoer waren. Bemerkenswert an dem Palast sind außerdem auch eine quadratische Treppenanlage, die als Theater gedeutet wird, der dreiteilige Schrein, der der Verehrung einer wichtigen minoischen Gottheit geweiht war, die viele Historiker als Muttergöttin bezeichnen, und das Piano Nobile, einen großen Raum im zweiten Geschoss des Palastes.
Während seiner Reisen durch Kreta hat der Archäologe Arthur John Evans mehrere antike Tafeln gefunden. Diese führten zur Definition der minoischen Schriftsysteme, die als Linear A und Linear B bekannt sind. Die Minoer nutzten diese Schriftsysteme, um vielerlei Dinge aufzuzeichnen, darunter auch geschäftliche Transaktionen. Eine Tontafel, die am Palast von Knossos gefunden wurde, war beispielsweise mit Linear B beschriftet. Die Tafel dokumentiert den Handel mit Koriander, der oft für die Parfümherstellung benutzt wurde, zwischen einem Mann namens Kyprios und einer zweiten Person namens Twinon. Die Entzifferung solcher Tafeln hat den Historikern große Einblicke in viele Aspekte der minoischen Kultur und Gesellschaft ermöglicht. Der mythologische Minotauros, halb Mensch, halb Stier, entstand aus der Vereinigung von Königin Pasiphae mit dem Stier, den die Götter zur Strafe gesandt hatten. Das beschämte König Minos, aber er brachte es nicht übers Herz, den Minotauros zu töten. Stattdessen versteckte er das Monster in einem Labyrinth, das er von Daedalus errichten ließ. Daedalus war eine wichtige Figur in der griechischen Mythologie. Der geniale Erfinder war so eifersüchtig auf seinen mindestens ebenso begabten Neffen, dass er diesen von der Akropolis in Athen warf. Zur Strafe wurde Daedalus aus Athen verbannt, doch das hielt ihn nicht davon ab, an anderer Stelle Arbeit zu finden. Auf Kreta wurde er von Königin Pasiphae angeheuert, eine Verkleidung als Kuh anzufertigen, damit sie den Stier verführen konnte, den zuliebe sie von den Göttern verflucht worden war. Daedalus tat, wie ihm geheißen war, und seine Erfindung half bei der Zeugung des Minotauros. Danach verpflichtete Minos Daedalus, das Labyrinth zu bauen. Vermutlich als Buße für seine Rolle bei der Zeugung des Minotauros. Aber die wahrscheinlich bekannteste Sage um Daedalus dreht sich um seinen Sohn Ikaros, der mit den Flügeln, die sein Vater gebaut hatte, zu nah an die Sonne flog und ins Meer stürzte. Einige Zeit nach der Geburt des Minotauros wurde König Minos Sohn Androgeos in Athen von demselben Stier getötet, der seine Mutter geschwängert hatte. Der zornige Minos verlangte, dass Athen jährlich 7 seiner stattlichsten Jünglinge und 7 seiner hübschesten Jungfrauen nach Knossos schicken sollte. Nachdem sie auf einem Schiff mit schwarzen Segeln nach Kreta gebracht worden waren, sollten die jungen Männer und Frauen ins Labyrinth geworfen und vom Minotauros gefressen werden. Der Athener-Jüngling Theseus, der ebenfalls ins Labyrinth geworfen werden sollte, wollte dem grausamen Ritual ein Ende setzen. Bevor er Athen verließ, kündigte er an, dass er den Minotauros töten und auf einem Schiff mit weißen Segeln in seine Heimat zurückkehren würde. Bevor er das Labyrinth betrat, traf Theseus König Minos Tochter Ariadne, die sich sofort in ihn verliebte. Ariadne gab Theseus einen Faden, mit dessen Hilfe er wieder aus dem Labyrinth herausfinden würde. Mit Hilfe dieses Fadens konnte Theseus das Labyrinth betreten, den Minotauros töten, wieder herausfinden und mit Ariadne an seiner Seite zurück nach Athen segeln. Ich sehe, du hast dich im Labyrinth der Ruinen nicht verlaufen. Die Minoer spielten eine wichtige Rolle in der griechischen Mythologie, aber sie brachten auch Einflüsse von anderen Orten und Kulturen. Nun, was möchtest du sonst noch tun? Du willst dich auf die Probe stellen? Nun gut, fangen wir mit einer einfachen Frage an. Auf welcher Insel befand sich Knossos? Ja? Knossos befand sich auf der Insel Kreta. Kommen wir zur nächsten Frage. Wer hat den Minotauros getötet? Korrekt.
Theseus erschlug den Minotauros und entkam dann mit Hilfe des Fadens von Ariadne aus dem Labyrinth. Also dann auf zur letzten Frage. Was hat Daedalus für Königin Pasiphae gebaut? Ja, er stellte eine Kuhverkleidung für sie her, damit sie den Stier verführen konnte, den sie verflucht war zu lieben. Mein Glückwunsch. Du hast echtes Geschichtsinteresse bewiesen. Leb wohl. Ich hoffe, du hast die Erkundung der Ruinen genossen.